Unsere Vision hier ist es vor allem, über unsere Kunstgeschichte neue Kapitel zu schreiben. Ich bin gerne Teil von diesem afrikanischen Riesen, dem Zeitsmocker, weil es eine gigantische Tür ist, die sich zu schönem und erstaunlich Kreativem öffnet. Ich qualifiziere mich nicht für das, was Europa unter Afrika versteht oder sehen möchte. Afrikanische Kunst hat sich immer als unabhängig verstanden und entwickelt.